Wunderschön sind die Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe und kompliziert, denn dahinter steckt eine 200, teils auch 300 Jahre alte Technik, die bis heute nicht verändert wurde. Wie die funktioniert, haben wir uns von einem zeigen lassen, der sich damit auskennt. Ich bin Dieter Seidel, der Wassermeister der MHK, Museumslandschaft Hessen-Kassel, und ich möchte Ihnen heute mal zeigen, wie die Wasserspiele funktionieren. Alles beginnt, wie vor 300 Jahren, auf dem Essigberg hoch über Kassel. Nur wenige Meter entfernt vom Fernsehturm liegt ein Hochmoor. Das wurde schon im Mittelalter als Weide genutzt, Gräben sorgten damals für die Entwässerung. Später wurden sie durch ein ganzes System an Gräben ersetzt, durch die bis heute noch das Wasser fließt, das später die Kaskaden herunterläuft. Dabei handelt es sich um Regenwasser und noch wichtiger, das Wasser geschmolzenen Schnees im Frühjahr. Entlang der Kastanienallee fließt es Richtung Sichelbachteich, einem künstlich angelegten Reservoir. Von dort läuft das Wasser über ein Rohrsystem in den Feuerlöschteich, direkt hinter dem Herkules. Dieser Weg dorthin ist die erste Besonderheit der Wasserspiele. Denn zuerst fließt das Kühlenass bergab durch eine Röhre in die Senke vor dem Herkules. Von der Stadt aus gesehen hinter dem Herkules. Danach aber muss es wieder hinauf, nämlich Richtung Feuerlöschteich. Wie auch vor 300 Jahren, ganz ohne Pumpen oder anderes technisches Gerät. Das Prinzip ist das gleiche wie bei einem gefüllten Wasserschlauch. Ist ein Ende höher als das andere, ist der Druck so hoch, dass das Wasser am tiefer gelegenen Ende herausläuft. Im Fall der Wasserspiele liegt der Sichelbachteich höher als der Feuerlöschteich. So kann das Wasser bergauf fließen. Fachleute nennen das Kommunizieren der Röhre. Der Nachschub für den Feuerlöschteich ist also gesichert. Doch es gibt noch eine zweite für die Wasserspiele wichtige Verbindung, einen 500 Meter langen und knapp 300 Jahre alten Stollen. Er transportiert Wasser, das an der Oberfläche der Senke zwischen Sichelbachteich und Herkules zusammenläuft, in den Unglücksteich, der hier liegt auf Höhe des Felssturzes. Das Wasser vom Feuerlöschteich und vom Unglücksteich bespielt zusammen die knapp 300 Jahre alten barocken Wasserspiele, also die Kaskaden. Wie sie funktionieren, zeigen wir im zweiten Video.